Ich geb Geld aus für Frauen, esse selten zu Haus, wohne im Intercontinental, du gehst selten, du Lauch. Ich heiße Kev, bin 3 Jahre alt und komme aus meiner Mutter. Unter dem Namen Papa Platte streame ich täglich für mehr als einen halben Menschen auf der Livestreaming-Plattform Bitch. Hallo Kevin. Also auf der einen Seite natürlich nicht so, aber wenn man wirklich ganz ernst ist, dann schon. Was ist ein Streamer? Also ich erkläre das immer meinen Großeltern quasi so, dass ich wie so eine Art Musiker bin, der auf dem Alex sitzt und halt Musik spielt, nur dass ich nicht Musik spiele und nicht auf dem Alex sitze und kein Musiker bin. Wolltest du schon immer Streamer werden? Auf jeden Fall nicht. Ich sag auch sehr oft so zu Homies oder so, wie bescheuert ich das finde. Was wolltest du als Kind werden? Gute Frage. Ich glaube, also ich weiß auf jeden Fall, dass ich sehr, sehr lange elektrische Tee studieren wollte. Was muss man können, um Streamer zu werden? Nix. Gar nichts. Sympathisch sein. Sympathisch, man kann sich unterhalten. So, ich meine, ich bin jeden Tag... Ich würde sagen, ehrlich, arrangiert, motiviert und eine gewisse Leidenschaft für das Ganze. Also 7 bis 80 Stunden online und ich kann jetzt keine 10 Minuten Pause nehmen oder so. Das ist ziemlich kacke. Ja, unterhalten, klar. Kacke, weil ich brauche auf der Schüssel immer mindestens eine halbe Stunde und deshalb kacke ich in meinen Livestreams immer auf dem Boden. Was das Ganze aber auch so nice macht, das ist das, was man braucht. Ansonsten nicht viel. Digga, was der da rausgeschnitten hat. Arrangiert oder engagiert? Engagiert? Arrangiert? Ja, deutsche Sprache, schwere Sprache. Aber man benutzt die Wörter einfach nicht mehr. Lul. Tata, möchte ein Köftisch spielen. Ja, so. Engagiert? Engagiert. Engagiert, oder? Engagiert. Hä? Bruder, ihr verwirrt mich so heftig. Ich bin so ein Autist. Digga, es ist halt wirklich die deutsche Sprache verarmt, weil man solche Wörter nicht mehr benutzt. Das ist auf jeden Fall nicht witzig. Ist dir in deinem Stream schon mal etwas Peinliches passiert? Ja, das ist dumm. Also ich hatte mal einen Livestream gemacht, wo wir halt Boot gefahren sind. Und dann sind wir halt mit dem Boot wieder zum Steg gefahren. Ja, ich denke, das ist das Peinlichste, was mir passiert ist bis jetzt. Cool Story, Bro. Was ist das Konzept deiner Videos? Schon, ja, safe. Wie ist das, wenn mehrere tausend live vor ihren hochauflösenden Bildschirmen deinen Hoden sehen? Ja, das ist witzig. Meinst du, es gibt Screenshots? Safe, aber man sieht da wirklich nicht viel, weil ich habe richtige Schrumpfklöten. Also ist alles entspannt. Ja. Was soll die Scheiße? Das ist dich manchmal kann zu sein. Tatsächlich nicht, nee. Erkennen dich Menschen auf der Straße? Ja, eigentlich schon. Jedes Mal, wenn ich eigentlich rausgehe, werde ich von einem Mensch der einen beworfen. Zum Beispiel auch nicht in Deutschland. Also ich weiß, was zur Hölle? Also zum Beispiel mal in Amsterdam unterwegs. Einfach mal für so ein Wochenende. Was hast du da gemacht? Drogen. Alle. Schreiben dich viele Frauen an? Nee. Das Ding ist halt, dadurch, dass Twitch eine Livestreaming-Plattform ist für Gay-Porn hauptsächlich, sammeln sich da halt hauptsächlich Männer an. Was ich so schlimm finde, weil ich habe eben meine rechte Hand. Also, es ist entspannt. Wie sieht dein... Digga, das ist so gut. Orgasmus-Gesicht aus... Spaß? Ja, hundertprozentig. Warum funktioniert mein Delfin nicht? Lolo? Hast du Angst vor Schwarzen? Tatsächlich nicht, nee. Also ich höre immer von so Kollegen, die aber, muss man zugeben, noch ein bisschen unsympathischer sind, dass die Angst vor Schwarzen haben. So dumm, wie es jetzt vielleicht sich anhört. Aber ich glaube, dass das Twitch-Team aus ganz großen Pussys besteht. Verstehen deine Eltern, was du machst? Meine Mutter versteht es hundertprozentig. Die steckt auch sehr tief im Thema drin. Wie ein Penis in einem Anus. Oder einen niceen Bitch. Wie viel verdienst du? Also die genauen Zahlen werde ich jetzt wahrscheinlich nicht so sagen. Aber man kann sich das ungefähr ausrechnen. 5 Euro im Monat sind ungefähr 5 Euro im Monat. Ja, teilweise auch 6 sogar. Bekommst du Fanpost? Läuft bei ihm. 5 Euro im Monat und manchmal sogar 6. Reicht ja genau, um bei mir reinzusammeln, Chat. Ja, also ich habe auch schon Elefantenscheiße geschickt bekommen. Ist das nicht ungesund? Ja, aber lecker. Oh, Digga, Manu. Digga, was passiert hier? Lasst am besten jetzt hier einfach ein Abonnement da und verpisst euch. Richtig gut, richtig gut. Du warst das. Richtig gut. Bestes Auto.
Digga, auf jeden Fall. Heute nicht nur mit Ton, sondern auch mit Bild. Guten Morgen, guten Mittag oder auch... Was zum Beißen, Meister? Moin, Meister! In der letzten Zeit kamen auf diesem Kanal eher weniger Videos und die Rückmeldung der Community war dementsprechend. Lakshu! Es gibt für einen Video-Artist-Künstler auf YouTube im Prinzip keine schönere Funktion, als Kommentare zu erörtern. Während man Kommentare auf YouTube durchliest, gehen einem verschiedene Gefühle durch die Magenwand. Wenn es jemanden gibt, der im Bereich Frisuren heftig fies unterwegs ist, dann bin das wahrscheinlich ich, oder? Von mir, Nico! Ja, und da bin ich natürlich jetzt gespannt auf die Resonanz für meine aktuelle Frisur. Zuerst Zahnbürste, dann offenes Buch, jetzt Fertignudeln. Vorschlag für die nächste Frisur, Geheimratsecken. Du bist meine Sucht, ich kann nicht ohne... Moment mal. Da fühle ich mich angesprochen. Ganz kurz. Was ist dieses unglaublich werbende Geräusch? Habibi, was machst du da? Moin, moin, meine aktiven Freunde. Heute gibt's wieder ein kleines Gewinnspiel für euch, und zwar von Medion. Heute habe ich mit meinem Partner Medion wieder 3 Produkte zu verlosen. Im Übrigen gibt's jetzt eine neue Geschmacksrichtung, und zwar Cherry. Moment mal kurz. Falscher Sponsor. Warum sitzt da... Hä? The fuck? Warum sitzt da... Hä? Das ist eine einzige Box, mit der man Musik auf vollste Lautstärke pumpen kann. Dann haben wir hier eine Eismachmaschine. Ganz speziell für... Justin. Was? Das ist auch der Grund, warum sie bei Wer wird Millionär direkt rausgeflogen ist. Insolvenz in Ordnung, Faggers. Ein Trend, der schon wieder jedem komplett auf den Senkel geht. Und zwar der... Gar kein Bock. Trend. Morgen wieder Fahrrad aus der Garage schieben. Gar kein Bock. Ich habe mir den mal so genau durch den Kopf gehen lassen. Der Trend besagt, man verwendet dieses gar kein Bock auf einer sarkastischen Art und Weise, um was zu beschreiben, wo man eigentlich Bock drauf hätte, aber man untermalt es mit gar kein Bock. Da in meinem Leben allerdings nur beschissene Dinge passieren und keine Dinge passieren, auf die ich mich freue, kann ich diesen Trend leider nicht anwenden. Für den Nico will ich kein Nude senden. Das würde ich tatsächlich auch nicht machen. Aber wisst ihr, was mir auch aufgefallen ist? Überlegt mal, ASMR Janina. Warum reden hübsche Instagramerin oder YouTuberin über das Thema in einem Video? Ist es doppeldeutig? Und die wollen eigentlich ein Schwanzbild? Fragen über Fragen. Würde anstatt ASMR in real life so reden? Oder dich vielleicht sogar besser hinlegen. Was für dich? Ich habe ein paar neue Trigger vorbereitet. Was ganz Neues. Dreht sich aber... Wie geht's euch an diesem... Freunde, heute das ist so weird, gibt's eine neue Episode. Einfach nicht meinen. Denn die Zuschauer haben wieder neue... ASMR Janina. Der kann das auch übelst gut mit dem... Wie sagt man das? Schnalzen? Ich kann das einmal, Digga. Aber nicht so oft. Bruder, der hat das voll gut gemacht, Mann. Gute Videos und ASMR ist eine Sache, wozu ich abends mir noch mal einen runter... wozu ich abends sehr, sehr gerne einschlafe. Nico ist wirklich wie so ein... Morgen wieder mit meinem ASMR-Content auf meinen Nude-Content auf OnlyFans rüber bewerben. Gar keinen Bock. Das darf man nicht. Nico ist wirklich wie so ein kleiner ADHS-Cringe-Teenie. Wie soll so eine Episode der dümmste Kommentar für dich bitte aussehen? Willkommen zu einer neuen Episode der dümmste Kommentar. Erst Zahnbürste, dann offenes Buch, jetzt Fertignudeln. Ja, der war lustig. Kommen wir zum nächsten Kommentar. Stellst du dir so meine Videos vor? Pamela Reif. Nico ist Trendsetter, war schon vor Corona in der Insolvenz. Wer meint, sich über sowas lustig machen zu müssen, der ist auf dem Channel genau richtig, weil über solche Deppen machen wir uns hier lustig. Die kriegen Werbedesign für irgendwas um 30.000 Euro, wenn die so eine Kohle hier stehen haben. Und die sind am Ende des Tages trotzdem arm, weil die einfach mit diesem Geld nicht wirtschaften können. Ja, war nur ein Spaß. Mois hat nochmal darauf hingewiesen, dass es nicht an mich gerichtet war. Mois, Bruder, Kuss geht raus in dich. Ich pump deinen neuen Song auf Dauerschleife. Du bist meine Sucht, ich kann nicht
Wenn euch dieses Drecksvideo gefallen hat, dann lasst den Daumen jetzt ein Video nach oben da. Und falls ihr diesen Channel noch nicht abonniert habt, was einige von euch da draußen noch nicht getan haben, dann bitte abonniert den Kanal jetzt. Es ist überlebenswichtig, dass ihr das verpisst euch! Well, I like my women how I like my coffee. Big tits.